So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und heute ist mal noch mal so ein kleines Infovideo dran, sage ich einfach mal. Beziehungsweise es ist, ich sage jetzt einfach mal Frühling, und im Minecraft Marketplace gibt es jetzt wieder einige Sachen, die für euch kostenlos sind. Wer das noch nicht wusste und den Store nicht unbedingt so abcheckt, ich mache das immer ab und zu. Und wen es interessiert, der kann das Video natürlich auch angucken. Ich meine, wir können einfach mal in den Store reingehen. Da habe ich jetzt mal ein bisschen reingeguckt und habe ich gesehen, dass wieder sehr, sehr, sehr viele Sachen kostenlos sind. Wer nicht weiß, wie man, sage ich mal, das bisschen überprüfen kann, es sind jetzt auch viele Rabatte, sage ich mal, da. Frühlingsangebote steht ja auch teilweise hier. Da gibt es dann viele Sachen deutlich günstiger oder neuere Sachen. Ich meine, hier sind jetzt einfach nur Sachen, die jetzt neu angeboten werden. Und hier sind dann die ganzen Angebote. Da können wir auch mal drauf gehen. Also, das sind dann schon bis, sagen wir so, meistens so 33% Rabatt. Ist ja schon mal ein bisschen was auf nicht so ganz viele Sachen, aber ist schon einiges. Und auf jeden Fall gibt es auch viele, viele Sachen, die jetzt kostenlos sind. Meistens sind es eigentlich nur so ein paar Welten und es sind noch, glaube ich, vier Skins noch dabei irgendwie. Und wenn ich weiß, wie das funktioniert, dann müsst ihr oben hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, hier in der Leiste, auf das Suchenzeichen gehen, hier bei mir ganz oben rechts in der Ecke. Und dann werden euch einfach die ganzen Sachen angezeigt, die generell existieren. Und dann geht ihr einfach hier auf diesen Filter drauf, geht dann auf meinetwegen Marken, was eigentlich am besten ist. Dann geht ihr einfach auf kostenlos, dann geht ihr einfach nochmal zurück. Und dann müsste ich das jetzt alles sortieren. Und dann werden euch die ganzen Sachen angezeigt, die kostenlos sind. Und da sind wirklich einige Sachen dazu gekommen. Wer die Sachen noch nicht hat, einmal hier die ganzen Geburtstags-Skin-Packs. Kann man sich natürlich einmal runterladen. Die Sachen habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Dann hier Redstone Basics, das habe ich neu runtergeladen. Genauso wie hier dieses Bonus-Skin Nordische Mythologie Skin Pack. Also es waren aber nur vier Skins, also das ist jetzt nicht die Welt, aber. Dann hier Natural Hearts, ist auch noch neu gewesen. Dann hier diese Power Challenge. Dann Logik 0 oder Logik Zero. Dann Lumen City Challenge, das ist auch neu. Dann hier der einmal Olympus ist einmal neu. Da, die Dinger waren auch schon neu. Das Teil hier ist neu. Was haben wir noch neu? Das da war, glaube ich, auch mal kostenlos. Das ist wahrscheinlich immer noch kostenlos. Und das Sub-Zero gibt es auch neu. Dann hier einmal Rollenspiel Meeresbiologen. Das war auch alles neu. Das sind viele, viele Sachen. Ihr könnt ja dann selber sehen, was alles neu ist. Oder hier von Minecraft selber gestellt. Einmal hier The Human Egg, also das menschliche Ei, keine Ahnung, was das sein soll, aber sieht meiner Meinung nach nicht unbedingt sehr interessant aus. Aber hier die ISS, sage ich jetzt einfach mal, die sieht schon ganz geil aus, die wurde selber von Minecraft gestellt. Oder hier Washington DC, würde ich mir auch mal angucken. Und dann sind hier noch so ein paar, keine Ahnung was, dann gibt es hier noch The Human Body, da würde ich auch mal reingucken, weil mich das mal ein bisschen interessiert. Das war so Education Edition, da kann ich auch gleich mal nochmal extra drauf gehen, wie das genau aussieht. Und dann hier Frühlingswunder Spawn war auch noch kostenlos. Ich weiß nicht, ob das eine Welt ist mit einem Resource Pack und sowas. Sieht auf jeden Fall auch ganz nice aus und kann man sich mal angucken. Bin ich mal gespannt. Vielleicht mache ich mal ein paar Reviews dazu von den kostenlosen Sachen. Wenn ich weiß, wie man so da drauf kommt, wenn nicht, müsstet ihr hier beim Anfang von dem Marktplatz müsst ihr einfach hier auf Education Collection gehen, und da wurden eigentlich die meisten Sachen, die ich jetzt runtergeladen habe, die waren dann auch alle kostenlos gewesen hier. Hier werden auch die meisten Sachen angezeigt, nur zwei, drei Stück musste man dann über den Filter noch sich holen, sage ich mal. Und ja, ich hoffe, dann könnt ihr euch natürlich selber angucken, und dann war es das eigentlich von meiner Seite aus. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen, sage ich mal. Und dann sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Let's Play Part oder bei einem weiteren Stream. Je nachdem, was ich dann mache. Und dann würde ich sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Oder ein Abo, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.